ein herzliches Grüß Gott hier aus dem schönen Passau. Wir befinden uns hier im Dominnenhof vor unserem altehrwürdigen Dom St. Stephan. Und mein Name ist Jochen Jarzombek. Ich bin der Leiter vom Diözesanbauamt hier in Passau, der Diözesanbaumeister. Und ich bin zuständig für alle kirchlichen Gebäude hier im Bistum Passau. Wir haben rund 233, 240 Pfarreien mit ungefähr 1500 Gebäuden, die wir hier verwalten. Das größte Gebäude, vor dem stehen wir hier, das ist unser Dom St. Stephan, der hier im Weiß erstrahlt. Aber zu diesem Dom gesellen sich noch ungefähr 500 Pfarrkirchen, Nebenkirchen und Expositoren dazu. Bei der Zusammenarbeit mit Planern als auch mit Firmen, mit Handwerkern ist uns ganz wichtig, dass wir zuverlässige Partner finden, dass wir erfahrene Partner finden und vor allem machen wir das auch nach dem Prinzip der Kirchturmpolitik. Wir schauen auf regionale Partner, die wir hier einsetzen können. Und nur wenn es aus Kompetenz oder sonstigen Mangel nicht möglich ist, dann schauen wir natürlich auch weiter über den Kirchturm hinaus. Was uns auch noch wichtig ist, dass die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sich auch, sage ich mal, zu uns bekennen. Das heißt also, dass sie auch mit uns als katholische Kirche zusammenarbeiten wollen. Das Thema Kirchenheizungen ist ein sehr großes Thema, das uns schon seit Jahren befasst. Und jetzt in dieser Zeit, in dieser Energiekrise, ist festzustellen, dass wir uns das Beheizen, das komfortable Beheizen von Kirchenräumen nicht mehr leisten können und auch nicht mehr wollen wie in den letzten Jahren. Das heißt also, Warmwasserheizungen, Fußbodenheizungen werden wir uns nicht mehr leisten können und nicht mehr leisten wollen. Und so müssen wir uns Gedanken machen über alternative Heizformen. Und da kommen natürlich Elektroheizungen, da kommen natürlich Bankheizungen vordergründig in erster Linie in Frage. Und dabei sind wir vor einigen Jahren auf das Produkt WMT gestoßen, das sich durch die Qualität, durch die Innovation und durch eine wirtschaftliche, sage ich mal, Darstellung sowohl bei den Investitionskosten als auch bei den Betriebskosten darstellt. Und wir haben jetzt schon seit einigen Jahren in einigen Kirchen hier, vor allem im Dom, mit Infrarotheizung der Firma WMT große und gute Erfahrungen gemacht und können eigentlich nur diese Entscheidung nach wie vor bestätigen. Wir sind generell darauf angewiesen, dass Neuerungen und Innovationen auch an uns herangetragen werden. Wir haben, und deswegen sind wir auch dankbar, wenn Firmen uns dahingehend am Laufenden halten und auch mit uns gemeinsam Sachen, Produkte, Konstruktionen entwickeln. Denn gerade in diesem Bereich Sakralbau gibt es wenig Normen, gibt es auch wenig Erfahrungen und gibt es auch wenig Fachfirmen, die hier kompetent uns zur Seite stehen können. Das mag vielleicht im Bereich der Restauratoren, der Kirchenmaler, mag das schon sehr ausgeprägt sein, aber gerade was Innovation, Technik anbelangt, da gibt es noch viel zu tun. Ich denke bloß daran, hier im Bistum Passau ist es seit kurzem möglich, auch auf Kirchendächern Photovoltaik anzuordnen. Hängt natürlich stark ab vom Denkmalschutz, aber das, denke ich, wird uns ein breites Feld geben, sowohl bei der Klimatisierung als auch bei der Beheizung unserer Kirchenräume und vielleicht auch für den Geldbeutel der Pfarrei, wenn vielleicht Solarstrom, der auf dem Kirchendach produziert wird, vielleicht auch mal anderweitig verwendet oder verkauft werden kann. Was ich mitgeben kann, ist die Zukunft von Kirchenheizungen wird in meinen Augen eine Elektroheizung sein, weil der Gesetzgeber zum einen, zum anderen der Umweltschutz und zum anderen
die Ökonomie, die Wirtschaftlichkeit uns das vorgeben wird. Und da wird es in meinen Augen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ein Umdenken, auch einen Umbau geben. Und da werden solche innovativen Systeme wie Infrarotheizung meiner Meinung nach sehr gefragt werden. Und wenn wir das in Kombination setzen können mit Eigenproduktion von Strom und Speicherung von Strom, dann denke ich, wird es eine runde, schöne Sache werden.